und herzlich willkommen zur jetzt schon 9. Folge der BookTubes Top 10. Ich beginne einfach ohne weiteres wie immer mit den Büchern, die es nicht geschafft haben oder die rausgeflogen sind. Letzte Woche auf der 8, jetzt rausgeflogen, Die Beschenkte von Kristin Kescher. Letzte Woche Platz 10, jetzt auch rausgeflogen, Morgentau von Jennifer Wolf. Nicht geschafft hat es Jonah von Laura Newman. Wieder nicht geschafft, letztes Mal auch rausgeflogen, jetzt nicht mehr geschafft, Der Seelenbrecher von Sebastian Fitzek. Ebenfalls nicht geschafft hat es wieder Tribute von Pan und Flamme, Der Zorn von Susan Collins, ist jetzt auch nicht mehr dabei oder immer noch nicht dabei oder nicht wieder dabei. Ebenfalls nicht geschafft hat das Tintenherz von Cornelia Funke. Letzte Woche hoch eingestiegen auf die 4. Jetzt schon wieder rausgeflogen. Night School, Du darfst keinem trauen von CJ Doherty. Letzte Woche auf Platz 5 und jetzt rausgeflogen. Throne of Glass, Die Erwählte von Sarah J. Maas. Letzte Woche Neuensteiger, genauso wie Night School. Beide ist neue Einsteiger letzte Woche und jetzt beide schon wieder rausgeflogen. Und es hat natürlich einiges Spannendes parat. Auf jeden Fall. Und damit beginne ich mit den Top 10 und wir beginnen wieder mit Platz 10. Vier Blitze verloren hat unser 10. Platz. Letzte Woche auf der 6, jetzt auf der 10. Das Lied von Eis und Feuer, Die Herren von Winterfell von George R.R. Martin. Letzte Woche war es der höchste Neuanstieg. Jetzt ist es einige Plätze gefallen. Letzte Woche war es Platz 3, jetzt ist es Platz 9, Friede der Kuscheltiere von Stephen King. Der erste Neuansteiger dieser Woche ist ein Wiedereinsteiger. Ja, ein Wiedereinsteiger, der war schon mal dabei. In der letzten Folge war er nicht dabei und in der vorletzten glaube ich auch nicht, also er war schon länger nicht mehr dabei. Jetzt ist er wieder dabei. Ich habe ihn vermisst letzte Folge. Und diesmal ist er wieder mit 2 Büchern vertreten. Neu auf der 8, Der Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Gleichen Autoren wie auf Platz 8 finden wir auch auf Platz 7 wieder und ist auch ein Neuensteiger oder ein Wiedereinsteiger, war jetzt auch öfter dabei, Der Augensammler von Sebastian Fitzek. Gestiegen ist der Platz 6. Letzte Woche war er Platz 9. Jetzt ist es Platz 6. War auch schon mal Platz 3. In der Vorwoche war es glaube ich Platz 3. Jetzt ist es aufgestiegen von der 9 auf die 6. Rubinrot von Kerstin Gier. Aufgestiegen ist der Platz 5. Letzte Woche war es Platz 7. War auch glaube ich schon mal Platz 4, wenn ich mich recht erinnere. Also auch schon einige Platzierungen so hinter sich. Und auch jetzt schon ein paar Wochen dabei. Nämlich Weil ich Laken liebe von Colleen Hoover.
Überraschend ist der Platz 4. Hätte ich nicht damit gerechnet. Aber diesmal haben irgendwie weniger abgestimmt. Ist mir aufgefallen. Deswegen überraschend, dass das Buch nicht mehr auf dem Platz 2 ist, sondern jetzt auf Platz 4. Das Schicksal ist der Miserverräter von John Greene. Wir haben eigentlich eine fast neue Top 3, fast. Neu auf Platz 3 finden wir einen, den ersten Teil einer Reihe, der jetzt auch schon öfter dabei war und jetzt wieder neu dabei ist. Also Wiedereinsteiger. Lockwood und Co., die seufzende Wendeltreppe von Jonathan Stroud auf der 3. Der höchste Einsteiger ist Platz 2. War jetzt länger nicht mehr dabei. Und das zweite Buch der Autorin. Sie finden wir schon auf Platz 6. Und jetzt auch noch auf Platz 2. Neu dabei oder wieder mit dabei. Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier. Platz 1 hält sich wacker, hält sich fest, was mich aber wirklich nicht verwundert. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, welches Buch Platz 1 belegt hat. Und ohne lang rumzureden und auszuschweifen, euer Platz 1 diese Woche wieder: Harry Potter und der Stein der Weisen von J.K. Rowling. So, das waren eure Top 10. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend und überraschend, dass das Schicksal des Miserverräters nicht mehr auf der 2 sitzt, sondern jetzt abgesunken ist auf die 4. Ich bin mal gespannt, wie die Wandlung weitergeht. Mir ist aber auch aufgefallen, dass bei diesem Voting jetzt nicht ganz so viele mitgemacht haben oder abgestimmt haben. Vielleicht hatten nicht so viele Zeit oder keine Ahnung, woran es lag, aber die ersten drei Plätze waren nicht ganz so stark vertreten. Also ich glaube, bei Platz 3 waren es vielleicht 5 Stimmen. Also nicht wirklich an so viel wie sonst immer. Keine Ahnung, woran es lag, aber vielleicht ist beim nächsten Mal wieder besser. Bei Folge 10. Ich bin gespannt. Und freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr darauf. Und jetzt nochmal eine kurze Anmerkung. Ihr könnt, wenn das Voting für die nächste Folge beginnt, könnt ihr selbst Bücher in die Umfrage eintragen. Das sage ich deshalb, weil ich überraschenderweise festgestellt habe, dass mir ein, zwei Bücher fehlen, die ich zum Beispiel jetzt nicht gelesen habe, aber die sehr gehypt sind. Da fehlen mir ein paar, was mich sehr überrascht. Also nochmal, ja, Anmerkung, ihr könnt jederzeit Bücher zum Voting hinzufügen. Natürlich jetzt nicht zum Ende des Votings hin, sondern am besten bis am Anfang, gleich nachdem das Voting online kam, am besten, ich füge da noch ein paar Bücher hinzu. Also wenn ich den Beitrag poste, dann wartet noch so 10 Minuten, weil ich noch alle anderen Bücher, die sonst noch genannt wurden, oder die restlichen, weil man kann am Anfang nur 10 eintragen und zum Schluss dann muss man alles posten und dann kann man erst weiter hinzufügen. Ich muss dann zuerst die weiteren Bücher in das Voting reinschreiben, also so extra nochmal hinzufügen. Und das dauert also eine Zeit, weil es wirklich sehr viele Bücher sind, die ich da eintragen muss. Sobald ich das habe, ihr könnt zwischendrin auch noch ein paar Bücher reinschreiben, aber wartet am besten, bis ich alle Bücher reingeschrieben habe. Ich schreibe es in die Kommentare, wenn ich fertig bin, schreibe ich einen Kommentar zu dem Post, dann könnt ihr sehen, ob ich schon fertig bin. Dann wisst ihr Bescheid und dann könnt ihr weitere Bücher hinzufügen, weil es ist immer besser, wenn es so zeitnah wie möglich am Anfang
die Bücher hinzugefügt werden, weil es da die meisten, weil wirklich die meisten am Anfang schon voten. Und später geht wahrscheinlich das Buch, was ihr hinzugetan habt, unter, weil schon die meisten abgestimmt haben. Da bekommt es natürlich keine Stimmen. Ihr könnt jedes Buch hinzufügen. Jedes. Egal, ob das gehypt ist, nicht gehypt. Wobei bei diesem Voting natürlich gehypte Bücher, die viele gelesen haben, natürlich eine höhere Chance haben. Und da gibt es so Bücher, da bin ich überrascht, dass sie noch nicht im Voting dabei sind. Ich nehme jetzt keine Beispiele. Vielleicht kommt selber manche drauf. Oder vielleicht fehlt euch einfach ein Buch, dann schreibt es einfach hinzu. Mehr kann ich nicht, weil wenn für die Bücher nicht abgestimmt wird, dann nehme ich die sowieso nach der Zeit raus. Dass wieder Platz, dass das nicht so übervoll wird mit den ganzen Büchern. Weil es keinen Sinn hat, wenn Bücher drinstehen, die sowieso keiner votet. Weil die keiner gelesen hat zum Beispiel. Weil, ja, so kommt ein bisschen Abwechslung rein, weil bisher sind eigentlich immer nur die gleichen Bücher mit drin. Immer wieder nur Wiedereinsteiger, keine richtigen Neueinsteiger und ich brauche mal wieder einen frischen Wind in dem Ganzen. Und wenn euch die Idee gefällt, ihr könnt auch gerne Werbung dafür machen, dass vielleicht noch mehr in die Gruppe finden, damit es noch viel spannender wird und dass viel mehr auf das Format aufmerksam werden. Würde mich freuen. Ist aber nicht zwingend und ist jetzt auch keine Werbung oder so. Wäre einfach toll, wenn sich noch ein paar mehr vielleicht beteiligen würden. In der Gruppe sind jetzt vielleicht 124 Leute. Ob sich davon jetzt alle beteiligen, weiß ich nicht und glaube ich auch nicht. Laut den Voting-Zahlen, die ich sehe. Wenn es euch gefällt, macht Werbung, wenn ihr möchtet. Müsst ihr aber nicht. Mich würde es freuen, aber ist ja kein Muss. Und jetzt habe ich schon zu viel gelabert. Jetzt mache ich auch Schluss. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.